Für Helmut Schön lief sie bisher alles andere als gut. Matte Auftritte seiner Kicker, nerviges Gezänk ums Geld. Die Stimmung ist miserabel. Und Schön kurz davor, seine Koffer zu packen. Und jetzt die Ostdeutschen. Die sind schon qualifiziert für die nächste Runde und gehen ganz locker ins Spiel. Auch Hans-Jürgen Kreische. Zum anderen war es natürlich eine Riesengelegenheit für uns, gegen den vermeintlich besseren Fußball im Westen anzutreten und nachzuweisen, dass wir also im Osten auch nicht ganz so hintermond sind. Schön wittert die Gefahr. Den Prestigekampf gegen die DDR will er unbedingt gewinnen. Sicher, wir wollten dem Helmut Schön damals einen Gefallen tun, denn der ist ja Dresdner, er kam also von drüben. Und er hat gesagt, Mensch, tut's mir den Gefallen und gewinnt. Das Gegenteil geschieht. Die DDR-Spieler werden immer mutiger. Sparwasser, Sparwasser und Tor! Jürgen Sparwasser aus Magdeburg. Für Helmut Schön ist das 0:1 gegen die Ostdeutschen eine Niederlage, die er persönlich nennt. Und nicht nur das. Es ist die Vergangenheit, die ihn einholt. Denn ein Vierteljahrhundert zuvor trat er an, um die erste Nationalmannschaft der DDR aufzubauen. Deutscher Nationaltrainer war bis heute so erfolgreich wie er. Helmut Schön. Den bundesdeutschen Rasenballsport der 70er Jahre hat der Mann mit der Mütze zum Maßstab aller Dinge gemacht. Unter seiner Führung werden Könner wie Uli Hoeneß, Gerd Müller oder Franz Beckenbauer zu Weltstars. Er hat eins verstanden, die Spieler für sich zu gewinnen. Und er war ja insgesamt auch ein sehr väterlicher Typ, ja, der also nicht auf die Spieler da eingedroschen hat, sondern versucht hat, dort, sagen wir mal, die Ruhe zu bewahren und sie wieder auf Vordermann zu bringen. Wie Schön und seine Mütze eine Einheit sind, so gehört der Erfolgstrainer im Gedächtnis der Deutschen zur alten Bundesrepublik. Nur wenige wissen, Helmut Schön stammt aus Dresden. Hier an der Elbe beginnt sein Weg. Er führt durch eine Zeit der Extreme. Zwei Diktaturen und einen Weltkrieg. Ein Weg voller Widersprüche, Höhen und Tiefen. Ein Weg zwischen Anpassung und Widerstand. Fußball ist seine Leidenschaft, die Straße seine Fußballschule. 1925 in der Dresdner Seevorstadt. Helmut Schön ist damals 10 Jahre alt. Da gab es wenige Familien, die da einen Fußball hatten oder Jungs. Denn der war auch relativ teuer. Und dann haben die sich oft aus Wollsachen, alten Socken und so weiter, haben sie sich dann Bälle zusammengewunden und gebunden und so weiter mit Strick und so zum Teil gespielt. Aber die haben dadurch natürlich eine ungeheure Technik gekriegt, um solche Bälle zu behandeln. Da gehört was dazu. Es sind die 20er Jahre, Nachkriegszeit. Hunger und Armut bestimmen das Dresdner Stadtbild. Überall Bettler, Kriegsinvaliden und Menschen auf der Suche nach Arbeit. Da ist Fußball eine willkommene Ablenkung. Dresden 1930. Ungarn gegen Deutschland. Ein großes Ereignis vor 50.000 Zuschauern. Einer von ihnen ist der damals 7-jährige Hans Zichon.
wir waren alle vollkommen perplex. Die Ungarn hatten uns überfallen und hatten kurze Spielzüge und dann knallte es da immer wieder rein. Das hätte keiner gedacht, dass das Spiel noch einmal so umkippen würde. Das war einzigartig in der Fußballgeschichte. Ich glaube, das hat es auch später nie mehr gegeben. So in der Dramatik. Ja? 3:0 zurück und dann noch 5:3 gewinnen. Als Balljunge dabei ist damals auch Helmut Schön. Und wenn nicht gerade Länderspiel ist, kickt der 15-Jährige selbst auf den Platz. Jeden zweiten Sonnabend bestaunt ihn dort Hans Zichon. Und er war immer der Ballverteiler. Beidfüßig konnte er schießen. Der konnte fast wie ein Ballkünstler. Wie ein rohes Ei konnte er den Fußball behandeln. Auf engstem Raum. Schöns Verein ist der Dresdner Sportclub, damals die Nummer 1 in Mitteldeutschland. Gespielt wird im Ostra-Gehege, dem heutigen Heinz-Steyer-Stadion. In Sicht vom Fußballstar. Der DSC hat potente Geldgeber. Einer der wichtigsten, die Radebeuler Pharmafirma Madaus. Das Unternehmen spendet dem Verein immer wieder größere Summen und übernimmt sogar DSC-Spieler als Angestellte. Als Dresdner gehörte das ja einfach dazu, dass man den DSC half, wo man helfen konnte. Das fand ich. Das ist Sponsoring. Gibt es ja heute auch noch. 1933. Das Ende der Unschuld. Bald spürt auch der 17-jährige Helmut Schön den Atem der neuen Zeit. Auf einem Vorbereitungslehrgang für Olympia in Berlin erscheint Hitler, um seine künftigen Fußballhelden zu begutachten. Der junge Dresdner weiß, wie er sich zu verhalten hat. Hitler mag keinen Fußball, aber er weiß um den Symbolwert deutscher Siege. Für die deutsche Nationalelf gilt fortan absolutes Niederlageverbot. Dazu kann ich eigentlich nur den Kopf schütteln. Das mag sein, dass die sowas gesagt haben, aber das ist doch nicht ernst zu nehmen. Wo gibt's denn eine Sportart, wo man sich vornehmen kann und singt, nie zu verlieren? Das ist ja Nonsens, das ist ja also Blödsinn. Im Sinne der Reinheit des Sports verbieten die Nazis jede Kommerzialisierung, auch im Fußball. So spielt Helmut Schön zwar in der ersten Mannschaft des DSC, aber leben kann er davon nicht. 1934 hat mir unser Casino-Wirt gesagt, wer bei dem Meisterschaftsspiel in Nürnberg ein Tor schießt, bekommt von mir 20 Mark. Ich war sehr erfreut darüber, weil ich 2 Tore geschossen hatte. Aber als ich zu ihm dann hinkam und wollte 40 Mark haben, dann sagte er, nein, so nicht. Wenn einer 2 Tore schießt, dann kriegt er auch nur 20 Mark. Also das war unser Profi-Dasein. Nach Abitur und Lehre bekommt Helmut Schön eine Anstellung beim DSC-Sponsor Madaus. Im Außendienst wirbt er bei Ärzten und Apothekern für Pharmaprodukte. Und das machte der Helmut Schön auch im Umkreis von Dresden. Er war ja bekannt wie ein bunter Hund, schon damals, mit 22 Jahren. Und die Firma zählt auf ihren prominenten Mitarbeiter. Die Stärke von Helmut Schön war seine Persönlichkeit. Er war ein lustiger Typ, war intelligent und wusste sich zu benehmen. Also das stimmte ja alles. Er stammte ja auch aus einer guten Familie. Und Vater war, glaube ich, Antiquitätenhändler. Und solche Leute brauchte man. Für seine Spiele wird Helmut Schön freigestellt.
auch 1937, für seinen ersten Auftritt in der deutschen Nationalelf. Im Volksparkstadion von Hamburg-Altona errang die deutsche Fußballnationalmannschaft gegen Schweden einen überlegenen Sieg. Die Deutschen in weißen Hemden. Schon nach wenigen Minuten Spielzeit stand der deutsche Sieg durch zwei Tore von Siffling und Scheppan beinahe fest. Nach der Pause stellten drei weitere Treffer von Schön, Siffling und wieder Schön das Ergebnis sicher. 5:0 für Deutschland. Er war vor allen Dingen ein intelligenter Spieler. Er war ein Spielmacher. Er war kein Reißer. Aufgrund seiner Größe ein Kopfballspezialist. Er hat viele Tore mit dem Kopf vollbracht. Wir haben immer gesagt, der Helmut mit seinem musikalischen Hinterkopf. Der hat von hinten mit dem Hinterkopf hat die Tore ganz genauso gemacht wie mit der Stirn. Ja, und die flutschen rein, zack. Hast du kaum gesehen. Als neuer Stammspieler der deutschen Elf ist Schön ein echter Torgarant. Wie hier im Zusammenspiel mit Fritz Walter. Chef der Mannschaft ist Sepp Herberger, Reichstrainer und NSDAP-Mitglied seit 1933. Auch der junge Stürmer aus Dresden soll seine Verbundenheit mit dem Staat zeigen. Das heißt, in die Partei und am besten noch in die SS eintreten. Schön widersteht der Versuchung. Ich muss allerdings sagen, wir sind auch nicht gezwungen worden. Ich weiß jedenfalls davon nichts, aber es ist uns immer und immer wieder nahegelegt worden. Und gerade hinsichtlich der SS war es so, man wollte uns locken mit schöner Uniform, aber manchmal eben Sonntagvormittag Dienst und mehr. Und das war natürlich für uns ein triftiger Grund zu sagen, das geht nicht, wir sind Fußballer. Das Parteibuch schlägt Schön aus. Doch mit Begeisterung und dem Hakenkreuz auf der Brust stürmt er für das Dritte Reich. Es waren die schönsten Jahre seines Lebens, wird er später schreiben. Dazu gehören Urlaub am Wörthersee, Wandern in den Alpen und ein Stadtbummel in Wien. Durchweg gesponsert vom Dresdner SC. Alles bestens. Wären dann nicht die Verletzungen. Die Knie sind eine Schwachstelle des 1,86 Meter Mannes. Im Januar 1938 wird Schön im Sportsanatorium Hohenlüchen der Meniskus entfernt. Damals war eine Meniskusoperation ein riesenlanger Schnitt, ob Innenmeniskus oder Außenmeniskus, ein riesenlanger Schnitt von gut 15 cm. Und der Spieler, der fiel aber dann also gut ein Vierteljahr, wenn nicht noch länger, aus. Heute spielen die Spieler nach 4 Wochen wieder. Sportverbot 6 Monate, heißt es auf dem Krankenschein. Ein bislang unentdeckter Fund in Schöns Personalakte bei Madaus, heute verwahrt im Sächsischen Wirtschaftsarchiv in Leipzig. Die Fußball-WM 1938 in Frankreich findet ohne Schön statt. Allerdings scheitern die Deutschen in Paris bei einem Spiel gegen die Schweiz schon im Achtelfinale und verstoßen damit nicht zum ersten Mal gegen Hitlers Niederlageverbot. Trotzdem bleibt die Nationalelf ein Aushängeschild des NS-Staats. Um wieder dazuzugehören, macht sich Schön durch hartes Training fit. Tag für Tag ackert er mutterseelenallein nach der Arbeit im Stadion am Dresdner Ostra-Gehege. Der hat schon aufpassen müssen. Er hat ja auch immer Knieschoner getragen, dicken, ne, auf dem linken Knie. Und zwar hat immer gezittert bei jedem Spiel, ob er nicht wieder seinen Meniskus spürt. Das hat er die ganze Zeit rumgetragen und er hat ja selber immer wieder gesagt und auch geschrieben, dass das die größte Dummheit seines Lebens war, dass er nicht gefolgt hat den Ärzten und immer wieder spielen musste. Ja, die Leidenschaft zum Ball. Und nicht nur die zum Ball. Im Casino des DSC-Stadions trifft Helmut Schön 1939 seine große Liebe. Annelies Gräfe,
21 Jahre jung, Tochter eines Reichsbahnbeamten. Während Schön seine neue Liebe genießt, beginnt der Krieg. Eigentlich müsste er nun an die Front. Was ihn davor bewahrt, sind der Meniskusschaden und ein Antrag seines Arbeitgebers Madaus. Als Arzneimittelfirma hatten wir eine große Bedeutung für die Gesunderhaltung der Bevölkerung und konnten also Mitarbeiter als UK beantragen, unabkömmlich. Und das haben wir dann am Anfang des Krieges getan für Helmut Schön und für 6 andere DSC-Spieler. Außerdem sind die Topfußballer ein kostbares Gut, denn der Rasensport sorgt für gute Stimmung an der Heimatfront. So 1941 in Berlin beim Pokalfinale gegen Schalke 04. Tor für Dresden! Der Dresdner Sportclub hat verdient gewonnen. Wenige Tage später reist Schön mit der Nationalelf nach Dresden. Im Ostra-Gehege steht ein Spiel gegen Dänemark an. Kurz vor Spielbeginn eröffnet ihm Trainer Herberger, dass er nicht auflaufen wird. Die Dresdner Fans sind empört. Da war auf dem Sportplatz was los. Sie haben von allen Seiten gerufen, gell? Herberger raus, haben sie sogar gerufen. Und Schiebung haben sie auch gerufen, ne? weil sie immer gesagt haben, der Herberger bevorzugt hauptsächlich seine Pfälzer, ne? Kaiserslautern und so. Ja. Schön leidet unter der Zurücksetzung. Zugleich ist es ein Abschied von der Nationalelf. Denn bald darauf stellt die NS-Sportführung den Länderspielbetrieb endgültig ein. Der Vereinsfußball aber geht weiter. Juni 1943, Endspiel um die Meisterschaft. Trotz der Gefahr von Luftangriffen kommen 90.000 ins Berliner Olympiastadion. Unter ihnen Hans Zichon. In so einer Situation im Krieg, dann lächst du auch immer nach mal Ablenkung, mal nicht immer an das Zeugs denken. Dresdner SC gegen FV Saarbrücken. Und Helmut Schön im Dresdner Sturm ganz vorn mit dabei. Schön dribbelt nach vorn, Schuss! Der geht über die Querlatte ins Aus. Der DSC gewinnt mit 3:0 und holt sich zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte den Meistertitel. Dass Schön und Kameraden die Meistertrophäe 1943 und 1944 mit nach Dresden nehmen können, verdanken sie nicht allein ihrem Können, sondern auch dem Fakt, dass der Verein einflussreiche Fans unter Funktionären, Militärs und Unternehmern hatte. Wenn die 6 Mann, die bei Madaus beschäftigt waren, beim Militär gewesen wären, dann hätte der DSC wahrscheinlich nicht die deutsche Meisterschaft damals noch am Ende des Krieges gewonnen. Wie durch ein Wunder überleben Schön und seine Familie das Bombeninferno von Dresden. Während die Rote Armee näher rückt, bereitet die Unternehmerfamilie Madaus ihre Flucht in den Westen vor. Schön, seit einiger Zeit für den Fuhrpark zuständig, soll dabei helfen. Und dann machte der Schön das, was absolut notwendig war, beschaffte Fahrbefehle, beschaffte Benzin, beschaffte, was weiß ich, Lebensmittel. Aber man konnte ja mit so einem großen Bugatti oder Mercedes konnte man ja nicht rumfahren, sondern weil sie so zu viel Benzin verbrauchten. Schön besorgte Traktoren. Und da wurden diese Privatautos drangehängt, vollgeladen und die Familien fuhren los. Und das klappte alles. Also das war schon ein Meisterstück. 45. Helmut Schön bleibt in Dresden und erlebt hier das Ende des Dresdner Sportclubs. Denn auf Anweisung der Besatzungsmacht werden alle alten Vereine aufgelöst. Eben noch als Fußballheld gefeiert,
bangt Schön nun um seine Existenz. Bis die Sowjets den Fußball wieder zulassen. Hier 1946 im Dresdner Ostra-Gehege als Showeinlage für den Wahlkampf der SED. Das Spiel Berlin-Dresden ist der Höhepunkt der sächsischen Sporttage. 30.000 Zuschauer sind Zeugen eines lebhaften, schönen Spiels. 11 Meter für Dresden. Schön schießt den Ball unhaltbar in die linke Ecke. Schöns neuer Club heißt Sportgemeinschaft Dresden-Friedrichstadt. Es ist der Stamm des alten DSC, ergänzt um Nachwuchstalente wie Horst Seifert, hier neben Helmut Schön. Wir waren führend in der DDR. Es gab viele gute Mannschaften. Aber wir haben uns also bis zuletzt doch immer in der Spitzengruppe gehalten. Und wo wir hinkamen, egal ob das in Wismar war, in Stendal oder Babelsberg, waren meistens Zuschauerrekorde. Helmut Schön ist nicht nur Spieler, sondern auch Trainer der SG Dresden-Friedrichstadt. Eine neue Rolle, in der er gut ankommt. Er war kein Diktator oder großer Antreiber. Er machte das in seiner normalen, angenehmen Art. Wir waren, wie gesagt, alles Freunde, Kumpels. Aber aufgrund seiner Persönlichkeit war er doch der gefragte Mann in der Mannschaft. Und wo wir hinkamen, war er der Magnet. Schön aber will noch mehr und arrangiert sich dafür mit den neuen politischen Kräften. Männern wie FDJ-Chef Erich Honecker, unter deren Führung 1948 der Deutsche Sportausschuss gegründet wird. Helmut Schön gehört zu den Gründungsmitgliedern und bekommt 1949 den Posten eines Cheftrainers. Sein Auftrag: Aufbau einer Nationalmannschaft für die neu gegründete DDR. Seine Bedingung? Ein Trainerlehrgang an der Sporthochschule Köln unter der Leitung von Sepp Herberger. Honecker erteilt die Erlaubnis. So kommt es Anfang 1950 zum Wiedersehen mit dem ehemaligen Reichstrainer. Herberger will seinen Schützling von einst am liebsten da behalten. Helmut Schön aber hängt an Dresden. Hier ist seine Familie verwurzelt, hier ist er als Fußballer groß geworden und hier hat er vielleicht auch eine Perspektive. Ein Höhepunkt, Silvester 1949. Flutlichtpremiere im Ostra-Gehege, das inzwischen Heinz-Steyer-Stadion heißt. Die erste deutschlandweit. 12 Masten, 24.000 Watt. Für 22.000 Zuschauer. Und das Tollste war, es gab 8 Bälle, Lederbälle damals, nicht die schönen, wunderbaren Bälle, die man heute hat, Lederbälle, die noch aufgepumpt wurden und verschnürt wurden. Und die waren mit Phosphorfarbe eingerieben oder bemalt worden. Und aller Viertelstunde kam ein neuer Ball rein, weil die Farbe ja im Laufe der Zeit abgeblättert ist. Mit 2:0 gewinnt Friedrichstadt gegen eine DDR-Auswahl. Übrigens auch trainiert von Helmut Schön. Doch im April 1950 ist es damit vorbei. Der Deutsche Sportausschuss entlässt seinen Cheftrainer. In einem Dokument zur Sicherung der Qualifizierung im Fußballsport heißt es: Helmut Schöns Verhalten und die Stimmungen gegen ihn bieten nicht die Gewähr, dass eine Vorbereitung unserer Mannschaft für das Deutschlandtreffen sorgfältig durchgeführt wird.
Schön wehrt sich gegen jede politische Vereinnahmung. Das hat ihn als DDR-Cheftrainer untragbar gemacht. Und es hat weitere Folgen. Am 16. April 1950. Im Dresdner-Heinz-Steyer-Stadion erlebten 60.000 Sportbegeisterte, unter ihnen Walter Ulbricht und zahlreiche Regierungsmitglieder, das Endspiel um die Fußballmeisterschaft der Deutschen Demokratischen Republik. Betriebssportgemeinschaft Horch-Zwickau und Dresden-Friedrichstadt waren die Endspielgegner. Horch-Zwickau im dunklen Dress, Dresden mit schwarzer Hose und weißem Hemd. Nur die ersten Spielminuten gehörten den Friedrichstädtern. Dann erlagen sie dem Druck der pausenlos angreifenden Zwickauer. Hier fällt das dritte Tor für Horch-Zwickau. Es war so, dass offensichtlich war, dass dieses Spiel von der Betriebssportgemeinschaft gewonnen werden musste und wir es nicht gewinnen durften. Es war alles dafür getan und ich weiß aus vielen Gesprächen, die ich geführt hatte, dass man es auch so arrangiert hatte. In der 67. Minute stellte Heinze nach einer schulmäßigen Vorlage von Meyer den Schlussstand auf 5:1. Damit wurde die Betriebssportgemeinschaft Horch-Zwickau erster Fußballmeister der Deutschen Demokratischen Republik. Nach Spielende toben die Dresdner Fans. Viele wollen das Ergebnis nicht wahrhaben. Es kommt zu Ausschreitungen, für die man später auch Helmut Schön verantwortlich macht. Und man hat dann natürlich auch auf der Tribüne den Herrn Ulbricht nicht gerade gut behandelt. Als er wegfuhr, hat man ihn mit Tomaten beworfen. Und dann war es aus mit dem SG Friedrichstadt und dem letzten halbwegs noch bürgerlichen Verein. Die SG Dresden-Friedrichstadt wird aufgelöst. Die Spieler einer BSG zugeordnet und Trainer Schön für ein Jahr gesperrt. Es war kein Arbeiten mehr, weder beruflich noch sportlich. Und das war letzten Endes auch der Grund, dass wir uns sagten, vor dem berühmten Pfingstjugendtreffen wollten wir nach Berlin. Wir wollten versuchen, über West-Berlin wegzukommen und den Trubel um dieses Fest auszunutzen. Der Coup gelingt. Pfingsten 1950. Die Fußballmannschaft des berühmten Dresdner Sportclubs flüchtete geschlossen aus der Ostzone nach West-Berlin. Grund der unerträgliche parteipolitische Druck und die Beschlagnahme des Vereinsvermögens durch den kommunistischen Sportausschuss. Der Mannschaftsführer Helmut Schön erklärte hierzu: Unsere Mannschaft ist geschlossen nach West-Berlin gekommen, weil wir es im Interesse unserer sportlichen Entwicklung für nötig erachteten. Wir wollen hier frei und ungehemmt unserem Lieblingssport huldigen und freuen uns, wenn wir recht bald wieder mit Erfolgen aufwarten können. »24 Jahre später im Hamburger Volksparkstadion. Endrunde der Fußball-WM 1974. Helmut Schön, inzwischen 58 Jahre alt, ist Trainer der bundesdeutschen Nationalelf. Die Kraftprobe gegen die DDR verliert er. Aber am Ende ist er es, der mit seiner Elf den WM-Pokal holt und damit seine berufliche Laufbahn krönt. Eine Laufbahn, die 50 Jahre zuvor in der Elbestadt Dresden begonnen hatte. Mit dem Straßenkicker von der Seevorstadt.